Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Delta Wo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier beim großen Preis von Miami in den Vereinigten Staaten. Ja, es geht auch sofort los. Qualifying war soweit okay, hatte hier und da das eine oder andere Problem gehabt. Und beim Start auch. Ich habe hier, wie ihr gerade live sehen konntet, quasi live, wie ich einen Platz verloren habe an Markus und so, wurde ich ganz schnell Fünfter. Ja, meine Strategie war nicht die beste, die ich hier ausgesucht habe. Wie ihr auch wunderbar sehen könnt, bin ich mit der härtesten Reifenmischung gestartet. Und dadurch, dass ich dann auch irgendwann Mitte 20. Runde in die Box gefahren bin, habe ich das Potenzial nicht so weit ausschöpfen können. Gefühlt war ich auch viel zu langsam auf diesen Reifen unterwegs. Und dementsprechend kann ich für die Zukunft nur sagen, mit dem weißen Reifen lohnt es sich zumindest auf der Rennstrecke nicht unbedingt damit zu starten. Ja, es ist wahrscheinlich möglicherweise und gegebenenfalls das vorletzte Rennen der Saison. Zwei Wochen bzw. anderthalb Wochen, denn heute ist Mittwoch, werden wir dann in Kanada unterwegs sein. Und wenn nichts schief laufen sollte bei der Abstimmung, wird sich dann auch entscheiden, ob wir noch das Monaco mit aufnehmen in die Saison oder nicht. Das wird sich dann in den nächsten Tagen sich zeigen. Ja, aber konzentrieren wir uns doch viel lieber auf das, was geschehen ist hier beim großen Preis von Miami. Und man sieht hier und da hatte ich zu kämpfen gehabt. Die Pace war zumindest, was die Geschwindigkeit von Markus und VZ Rex und Mr. Rabbit und wie sie alle heißen, da konnte ich das Tempo stichweg relativ gut mitgehen. Und je später es wurde, je mehr Runden ich gefahren bin, desto einfacher war es vielleicht auch, hier das Tempo weiterhin zu halten. Klar, darauf, dass ich ja nicht so viel Reifenverschleiß habe, wie die, die mit den gelben Reifen unterwegs sind. Ja, also es war ein munteres Hin und Her. Mal war ich Vierter, mal war ich Fünfter oder auch jetzt in diesem Fall Sechster, denn zwischenzeitlich hat Henne sich absetzen können, hat sich von hinten angeschlichen, mich überholen können und war deutlich schneller als ich. Ja, und dementsprechend habe ich das eine oder andere Déjà-vu gehabt, hier mit auch Markus, und es wird ja auch später noch zu einer weiteren Szene, viel längeren Szene kommen, wo wir dann sozusagen fast eine ganze Runde lang betteln. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das hat mich gefreut, auch wenn ich ganz gerne weiter vorne gewesen wäre, aber es hat sich auch hier gezeigt, hier lässt man Platz, hier lässt man Platz für faires Fighten. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen und dementsprechend war ich an diesem Abend sehr, sehr zufrieden auch sozusagen. Auch wenn es hier eine sehr, sehr enge Situation gab. Ihr hattet das am Anfang ganz kurz sehen können. Da habe ich sozusagen Berührung gemacht mit der Mauer und das wieder Wille. Also jetzt hier eine andere Situation für mich, ein Zweikampf vor mir, den ich bestaunen durfte, konnte aber jetzt hier nicht so wirklich profitieren, wäre jetzt ganz gerne hier vorbeigefahren, musste allerdings ein bisschen runtergehen vom Gas, genau hier in diesem Moment, und so bin ich weiterhin Sechster geblieben, aber es geht ja noch weiter. Jetzt kommt die nächste Linkskurve, die langgezogene. Für mich persönlich war es die schwierigste Kurve des Rennens, und zwar genau den richtigen Punkt zu finden, wo man wieder Vollgas geben kann, dass man nicht zu weit rausgetragen wird oder dass man zu stark einlenkt in die Kurve. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ein Dreikampf und jetzt kommen wir zur besagten Szene. Es wird sehr eng, sehr, sehr eng. Hui, da bin ich froh, dass alles dran geblieben ist, vor allem meine vier Reifen. Und der Zweikampf geht hier noch weiter und weiter und weiter. Also, wir sehen, wie ich sozusagen mal zu kämpfen habe. Auch Mr. Rabbit läuft langsam, aber ständig hinten an. Auf Platz 7 liegen möchte ich hier auch wahrscheinlich gerne vorbeikommen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mit relativ wenig Flügeln gefahren bin. Ich hatte so um bei 21-20er Flügel drauf gehabt. Es hat sich wohl herausgestellt, dass ich, ja, für solche Situationen, natürlich war es perfekt, aber für andere Situationen nicht so, und zwar für den Long Run. Oh, das war eng, da muss ich nochmal kurz Lenkung aufmachen, um nicht hinten drauf zu fahren. Und das haben dann andere für mich übernommen quasi. Konnte aber das Ruder noch rumreißen, sodass ich jetzt hier mich nicht gedreht habe. Ja, also Platz 5 wieder, und
dann schauen wir uns den nächsten Zweikampf an. Also es hat überhaupt nicht gemangelt an Zweikämpfen. Und jetzt sehen wir hier einen kleinen Fahrfehler, klein aber fein von Senkuri. Ja, da konnte ich die Lücke zumachen zu ihm. Er war Vierter, jetzt habe ich diesen Platz übernommen. Und dann war es auch soweit, dass ich dann, ja, Dritter wurde oder als Drittplatzierter bin ich dann in die Boxengasse gefahren, was einfach daran liegt. Man sieht das schon, Hennel, der ist sehr, sehr schnell unterwegs gefahren und der, ja, war schon in der Box. Dementsprechend konnte ich ihn relativ leicht überholen, hat aber jetzt wieder den dritten Platz zurückbekommen. Genau, dementsprechend mit frischen neuen gelben Reifen bin ich dann auch viel, viel schneller unterwegs gewesen, aber das ist jetzt nicht sozusagen weiter verwunderlich und konnte relativ gut und zügig hier Plätze gut machen. Wobei gut und zügig jetzt hier ist bevorzugt zu genießen, denn VZ-Rex, wo ich immer wieder Probleme habe, wie man es richtig spricht, bei so vielen Buchstaben. Ja, der ist hinten dran geblieben. Also ich konnte nicht so schnell fahren, dass ich sozusagen aus dem DRS-Fenster ja rausfahren konnte in Bezug jetzt auf VZ-Rex. Er konnte stundenlang, ich glaube mindestens 10 Runden waren das, in diesem einen Sekunden-Zeitfenster drinnen bleiben. Aber was ich denn dann gemacht habe, war, in der 40. Runde bin ich in die Boxengasse reingefahren, habe die roten Schlappen quasi geholt. Er ist dann in dieser kommenden Runde, in der 41. Runde, auch in die Box gefahren. Und dann hatten wir einen Abstand von mehr als 3 Sekunden, 4 Sekunden gehabt. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Dann waren auch noch ein paar Überrundungen. Das war sehr vorbildlich. Bei der nächsten hier, Ferrari war schon wesentlich enger, aber auch alles in Ordnung. Keine Kritik, war soweit in Ordnung. Genau. Ja, und dann war es das auch schon. Das war das Rennen. Also am Anfang hui und am Ende gehen. Also da war jetzt nicht so viel an Zweikämpfen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich war fix und fertig mal wieder. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann auch in anderthalb Wochen in Kanada wieder. Ich freue mich, seid gespannt, bleibt gesund und sportlich. Bis zum nächsten Mal, euer Delta Wolf. Ach ja, und bevor ich es vergesse, natürlich Glückwunsch an den Sieger Pölter und Dende sowie auch Henne, der das Podium komplettiert. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch, Dende. Du hast es verdient. Er ist schließlich der Meister von der Crossplay-Liga der Formel 1 Revolution. Gratulation aus Kiel. Bis dann. Ciao. Fahren wir nicht mehr das neue Spiel schon drauf? Aber ich würd auch, also offiziell fahren wir das ja wohl noch, aber ich wäre dafür, das nächste Rennen als letztes Rennen zu fahren. Ja, absolut. Griechenland. Heute Abend gibt's Tzatziki. Ja, in dem Fall würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Stände zur Weltmeisterschaft. Das Ding ist durch, Jungs, das Ding ist durch. Ist das so? Ja, ne? Das ist in der Tat richtig, ja, Ah, dann. Ja, das schaue ich gerade Dende. nach. Ah, Hier ist Mensch. jetzt gerade. War mir eben nicht mehr Mein sicher, Rennen wie ist das ist mit definitiv. Sascha, deswegen wollte ich unbedingt diese schnelle Runde haben und nicht er. Okay. Aber trotzdem eine coole Saison, Ja. starke Season. Von Finde ich euch, auch. also von dir, Hat Spaß gemacht.